Moin, meine aktiven Freunde, und herzlich willkommen. Ja, heute mal von einer anderen Kulisse. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ey, wo ist denn der Monte? Ja, ich bin im Bundeswehrwald, bei uns in Buxtehude. Hier habe ich echt schöne Erinnerungen. Hier bin ich oft früher hingegangen, wenn mein Kopf mal wieder überflutet war mit Problemen. Waldluft, die Natur, das mag ich echt gerne. Ich bin Naturbursche auf jeden Fall. Sieht man mir vielleicht im ersten Moment nicht an. Und ich war hier ganz oft mit meinem Hund spazieren. Der eine oder andere weiß vielleicht, der ist ja ganz früh verstorben leider. Vincent, ich blende euch mal ein Bild ein, falls ich da noch eins finde. Liebevoll habe ich ihn immer Hundesohn genannt. Aber er hat drauf gehört, also war gut erzogen, definitiv. Ja, heute mal ein kleines anderes Video, wie ihr schon im Titel sehen könnt. Das liegt mir schon ganz lange auf der Seele, dass ich mal so ein Video mache, wo ich einfach mich bei euch bedanke, beziehungsweise euch mal erzähle, wie ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, wie es dazu gekommen ist, wie ich mich jetzt fühle, wo ich jetzt gerade stehe, wie ich mich jetzt viel besser gesagt. Das liegt mir schon lange auf der Seele und ich würde einfach mal sagen, ich hau mal Schritt für Schritt raus. Also damals, der ein oder andere soll es jetzt auch mitbekommen haben, hatte ich ein extremes Drogenproblem und nicht einmalig, sondern mehrfach. Also ich bin auf Therapie gewesen, wiedergekommen, rückfällig geworden, Alkohol, Gras, Koks, die ganze Palette. Natürlich sagen jetzt wieder einige, ey, wieso, wie, man kann doch gar nicht von Gras abhängig werden. Ja doch, das kann man schon. Aber jeder hat eine andere Meinung. Und irgendwann war ich an einem Zeitpunkt, wo ich schon von der Therapie wieder da war, lange Zeit und wieder rückfällig geworden bin, dass ich einfach wirklich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und das ist auch das Wichtige. Ich bin aufgewacht und habe mir gesagt, na Digga, kein Bock mehr. Kein Bock mehr, jeden Tag zu gucken, wo du Cash herbekommst für Essen, für Kippen, für Gras, für Alkohol. Das hat mich einfach nur noch abgefuckt. Man wird ja auch älter. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, Freunde. Wahrscheinlich war es einfach der eiserne Wille. Ich habe dann aufgehört. Und genau in diesem zu diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, über den Kinomodus in MW3 Clips von meinen erspielten Sachen hochzuladen. Der allererste Clip, den ich hochgeladen habe, war MW3 infiziert offshore. Eine Moab. Nichts Besonderes, aber ich wollte es meinen Freunden zeigen. Ne? Die haben mir das nicht geglaubt damals. So, so hat es angefangen. Ich habe diese Videos hochgeladen, später von Black Ops 2. Und es hat mir Spaß gemacht, Meinung zu hören von meinen Kollegen, wie sie das fanden. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und was mir Spaß macht prinzipiell, da bleibe ich am Ball. Da war aber einfach der Zeitpunkt, wo ich mehr wollte, Freunde. Ich wollte mehr. Ich wollte mehr mit dem Video mehr Leute erreichen. Ja, ganz einfach. Ich wollte mit dem Video mehr Leute erreichen. Wollte andere Meinung von anderen Zockern hören. So, was ich vielleicht besser machen kann, was ich schlechter machen kann. Oder schlechter machen ist jetzt falsch gesagt. Also, was ich besser machen kann, wo ich dran arbeiten kann. Dann habe ich einfach gedacht, ey, guck mal bei Facebook, wen du da anschreiben kannst. So, dass er vielleicht mal dein Video postet, so Seiten. Und dann habe ich die Call of Duty German Fanpage gefunden. So, und zu dem Zeitpunkt war einfach so, ich habe damals sogar mit dem Account von meiner Freundin, mit dem Account von meinem Opa und ich mir selber habe, glaube ich, 3-4 Accounts gemacht, wo ich meine Videos geliked habe und abonniert habe, also meinen Kanal abonniert habe, mit dem Account von meinem Opa. Er war meinte, ey, wieso kommt da immer dieser Monte? Das war ganz lustig auf jeden Fall. So habe ich früher, ich habe mir sogar früher mit dem zweiten Account selber Kommentare geschrieben. So, Daumen hoch, geil und so. Und ich habe anderen Leuten auch unter die Videos geschrieben, ob sie nicht mehr Bock hätten, bei mir vorbeizuschauen. Aber nicht so, ey, guck mal bei mir vorbei, sondern ich habe mir die Clips von denen angeguckt, habe gesagt, ey, geil gemacht, vielleicht schaust du mal bei mir vorbei, kannst mir sagen, was ich vielleicht ja da falsch in der Situation gemacht habe, bla bla bla. So hat das angefangen. Und dann habe ich halt diesen Admin von der Call of Duty German Fanpage angeschrieben. Der hieß Kunai, beziehungsweise Hakan, aber Kunai ist sein YouTube-Account, den werde ich euch auch mal verlinken. Ohne den wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Dann haben wir so einen kleinen Deal gemacht, ich habe ihm 20er PlayStation-Store-Karte gegeben und er hat dann meine Videos auf seiner Seite geteilt. Das hat nicht viel in dem Sinne gebracht, die Seite hatte damals 20.000 Likes vielleicht und ich habe vielleicht 50 neue Abonnenten gemacht, so. Aber es war geil, Freunde, es waren neue Abonnenten da und mit den Abonnenten kamen dann auch solche Sachen wie, ey, hast du nicht mal Bock, ein ganzes Video zu machen, wo du ein Commentary raushaust oder hau mal Facecam raus? Die Leute wollten natürlich auch wissen, wie ich aussehe, so. Dann war einfach so der Punkt, wo ich für mich entscheiden musste, ey, Monte oder ey, Marcel, investierst du in dein Hobby, sprich Facecam holen, einen guten PC holen, weil damals habe ich alles über die PlayStation 3 gemacht, selbst Pornos, Freunde. Selbst Pornos habe ich mir über die PlayStation 3 reingezogen. Oder der ein oder andere von euch kennt das vielleicht. Die scheiß PlayStation bleibt immer hängen, wenn du dir ein Porno reinziehst. Belastend. Auf jeden Fall. Richtig belastend. Unangenehm. Naja, und dann war der Zeitpunkt halt, wo ich überlegen musste, ob ich in Equipment investiere. Bloß ich hatte natürlich kein Geld. Von der Drogensucht zum YouTuber in einer Nacht. Die Scheiße hätte ihn vielleicht noch umgebracht. Es war ein harter Kampf, doch er konnte nicht aufgeben, denn das Weibstück, das ihn liebt, hielt ihn am Leben. Heute ist süchtig nach Pizza, LEDs und Monster. So macht er die ganze Szene klar, denn statt Kiffen wird gezockt, bis die Bockwurst knackt. Dieser Typ ist einfach real life und fuck.
Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, Freunde, zu investieren. Ich habe meine DVD-Sammlung von über 100 DVDs verkauft als Beispiel, habe mir von Freunden ein bisschen Geld geliehen, was sie auch dann wiederbekommen haben, ist klar, für ein Mikrofon. Ich habe mir einen PC über eBay Kleinanzeigen geholt, ich habe mir das Blue Yeti damals über Kleinanzeigen gekauft. Der PC hat leider nur 2 Monate gehalten, auch richtig belastend, das war Absturz. Und dann habe ich da investiert und habe mein erstes Commentary, nachkommentiertes Video auf Jemen, Suchen und Zerstören in Jemen, ist sogar auf meinem Kanal noch zu finden. Die anderen Videos habe ich gelöscht, aber das Video ist noch zu finden und das müsst ihr euch mal gönnen, Freunde, wie ich mich da anhöre. Ich habe auf jeden Fall auch damals schon ein paar lockere Sprüche auf Lager gehabt, aber ich habe mich schon verändert, zum Positiven, wie ich finde. Das war einfach eine geile Zeit dann, die ersten Kommentare, ey, geil und gefällt mir voll gut, coole Sprüche, und das hat mich süchtig gemacht. Süchtig in dem Fall, da ich gerade von der Drogensucht weg war, brauchte ich natürlich eine andere Sucht. Und das wart ihr, Freunde. Ihr, die meine Videos schauen. Ihr seid jetzt meine Sucht. Es hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber das macht mich süchtig. Zocken, Kommentare lesen unter den Videos, mich drüber zu freuen, dass ich Likes bekomme auf meine Videos. Und natürlich übertreibt ihr auch immer mit den Likes, wirklich. Ihr übertreibt einfach. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ein Video richtig zu Tode geliked worden ist. Naja, ihr nehmt halt das Wort wörtlich. Schön mal den Like-Button vergewaltigen. Ihr seid halt die aktivsten Spritzer, das ist einfach so. Ich habe mir eine Community aufgebaut, Freunde, wo ich mächtig drauf stolz bin. Ich hatte das letztens mal in einem Livestream, glaube ich, da war ich bei Hornisse im Livestream. Auch ein richtig korrekter Typ, das ist auch so ein Punkt. Ich lerne übertrieben korrekte Leute über YouTube kennen. Klar gibt es auch ein paar Hinterfotzige. Überwiegend lerne ich korrekte Leute kennen. Carsten, Solution, Marcel, Anton, Commander Krieger. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Hornisse, so viele Leute, wen ich jetzt vergessen habe, nicht sauer sein. Ich habe so viele korrekte Leute kennengelernt. Und da los. Fährt jetzt jemand mit dem Roller durch. Hallo, Frechdachs da unten, Mann. Ja? Hier darf man nicht mit dem scheiß Moped fahren, du Penis, ey. Naja, ist auch scheißegal. Abgehoben fährt er hier mit dem Moped durch den Wald. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich übertrieben korrekte Leute kennengelernt. Und das ist das Schöne an YouTube. YouTube ist einfach nicht mehr nur ein Hobby geworden, es ist eine Leidenschaft geworden. Ich will euch mal das Beispiel erzählen, was ich letztens bei Honest im Livestream rausgehauen habe. Ich war ja letztens das erste Mal in einem Fußballstadion beim Fußballspielen. Ich gucke schon, seit ich ein kleines Kind bin, Fußball. Und war das allererste Mal in einem Stadion. Und Freunde, ich war in Hamburg im Stadion, Bayern gegen Hamburg oder Hamburg gegen Bayern im DFB-Pokal. Und boah, das war überwältigend, Freunde, diese Menschenmenge. Man kennt das ja nur aus dem Fernsehen. Boah, die Menschenmenge, Freunde, das war übertrieben geil. Und irgendwann während des Fußballspiels ist mir dann auf einmal so bewusst geworden, scheiße, Digga, hier sitzen jetzt gerade Pi mal Daumen 55.000, 60.000 Leute. Und das als Beispiel mein letztes Video von Advanced Warfare, und es gibt noch welche, die haben wesentlich mehr Klicks, hat 200.000, Freunde. 200.000 Aufrufe. Ist mir bewusst geworden. Sag mal, der fährt jetzt hier nicht nur mal vorbei, ne? Meine Fresse, du. Naja, so Nervtöter ist das, ey. Dann geht mir richtig auf den Klöten. Ist mir bewusst geworden. 200.000 Leute. Das ist fast viermal so viel, wie ich jetzt gerade im Stadion sehe. Da habe ich mir vorgestellt, in den Stadien sind ja immer diese großen Monitore, wo Wiederholungen zu sehen sind. Da habe ich mir vorgestellt, dass gerade das Vierfache, die hier sitzen, auf diesem Bildschirm schauen und mein Video, wo ich einfach damals angefangen habe, mal ein paar Clips hochzuladen, dass es so weit gekommen ist, dass so viele Leute das Video schauen. Sag mal, das sind ein paar Frechdachs, ey. Die mir richtig auf den Sack. Also das war überwältigend, Freunde. So. Auch solche Lieder, die ich ja zum Teil eben schon eingeblendet habe. Das letzte Video war von Facts Up von Hubi, wo den Song über mich geschrieben hat. Ich mache da keinen Hehl draus. Ich habe Tränen in die Augen gehabt, als ich den Song gehört habe. Dass Leute sich so viel mit mir befassen, ist einfach sensationell, Freunde. Ist einfach sensationell. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, ich kann einfach nur Danke sagen. Mehr kann ich nicht machen. Klar könnte ich jetzt sagen, ey, ihr seid die Geilsten. Ich könnte jetzt auf Kommando heulen. Aber nee, bin ich nicht der Typ für. Ich kann einfach nur Danke sagen. Und ich freue mich echt auf die Zukunft mit euch. Ihr seid einfach die Aktivsten. Ich habe mir so eine geile Community mit euch aufgebaut. Klar gibt es auch mal wieder ein paar Passive, die einfach kein Gehirn haben, aber das juckt mich nicht, wisst ihr. Auf ein Dislike kommen hunderte Liker, hunderte korrekte Leute. So, ich treffe voll viele Leute, wenn ich in Buxtehude unterwegs bin oder in Hamburg, die auf mich zukommen. Ich kenne die nicht, die kennen mich aber.
So, das ist ein komisches Gefühl am Anfang gewesen, aber ich freue mich da immer drüber. Wir machen ein Foto, ich schnack mit denen korrekt. So, also das ist übertrieben geil. Ich weiß nicht, wohin die Zukunft mich noch führt, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich auf jeden Fall übertrieben zufrieden. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch ändern könnte. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo die Videos gefeiert werden. Ich habe korrekte Zuschauer, freue mich über korrekte Kommentare. Ihr seid einfach die Aktivsten, ich kann mich da nur wiederholen. So, das Aktiv ist aus einem anderen Zusammenhang entstanden, aber wenn ich aktiv definieren müsste, dann wärt ihr das. Ihr seid die Aktivsten, ohne Scheiß, ganz ehrlich. Das ist Montana Black, Number 88. Ich schau mir seine Videos an, versink in einer anderen Welt. Er ist so spritzig, manchmal spritzt es sogar bis an die Wand. Ist der Carsten mit dabei, hab ich den Penis in der Hand. Montana Black, Number 88. Ich schau mir seine Videos an, versink in einer anderen Welt. Er ist so spritzig, manchmal spritzt es sogar bis an die Wand. Ist der Carsten mit dabei, schau ich den Penis in der Hand. Ich weiß zwar nicht genau, was ihr an mir feiert, vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, weil ich wundere mich immer wieder selber, warum die Videos, warum ihr mich in Anführungszeichen so mögt, nur Homo, das ist klar. Ich wundere mich da immer selber drüber. Ich weiß nicht, was ich richtig mache, was ich verkehrt mache, dass es mal auch ein paar Hater gibt. So am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand gehatet hat, habe ich mir echt so das zu Herzen genommen und habe mir gedacht, ey, Digga, was habe ich denen getan? Warum hatet der mich jetzt so? Ich kenne den doch gar nicht, der kennt mich gar nicht. Warum schreibt er, dass ich ein dummer Hurensohn bin, dass ich an Crack sterben soll und so eine Scheiße. Bis ich das halt mich am Anfang richtig fertig gemacht. Jetzt juckt mich das gar nicht mehr. Ganz ehrlich, für die Hater, das ist die Region hier, wo ihr mich mal ganz gepflegt, ne? Wo mir ganz gepflegt dran gucken könnt. Der ist für die Hater und der ist für die Aktiven, ganz ehrlich. Auf Hater ist geschissen. Das solltet ihr euch auch, falls ihr einen YouTube-Kanal habt. Gerade kleinere YouTuber werden ja auch viel gehatet und da macht das ja auch noch einen Unterschied, wenn du 5 Like hast und 2 Dislikes so. Hater wird es immer geben. Ich könnte jetzt in die City gehen bei uns in Buxtehude und, keine Ahnung, ein paar Obdachlosen jeweils 1.000er in die Hand drücken, das hochladen, es würden trotzdem Leute disliken. Nur als Beispiel jetzt. Der geht mir richtig auf den Klötenbusch, ne? Meine Fresse, naja, ist auch egal. Also das, Hater wird es immer geben. So, Hater sind die Anerkennung, dass man was erreicht hat. Wenn du keine Hater hättest, dann machst du irgendwas Verkehrtes. Auf Hater ist geschissen, ganz ehrlich. Ich freue mich einfach, ich freue mich, Freunde. Ganz ehrlich, ich bin richtig glücklich momentan. Und das soll auch erstmal so bleiben. Ich habe ein gutes Vibe an meiner Seite, die mir immer für mich immer da war und auch immer da ist. Ich habe eine korrekte Familie und ich habe korrekte Zuschauer. Was will man eigentlich mehr? Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, das soll schon mal wieder der Real Talk gewesen sein, Freunde. Das wollte ich einfach mal loswerden. Ihr seid einfach die Besten. Nur für euch mache ich das, Freunde. Nur für euch. Hätte ich euch nicht, würde es kein Monte geben. Ganz ehrliche Sache. Ist einfach so. Würdet ihr nicht meine Videos liken, kommentieren, so aktiv sein, dann würde es nur die Hälfte Spaß machen. Aber gerade, weil ihr die Geilsten seid, macht es mir so viel Spaß. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wieder schauen und reingehauen.